Hey Leute, ich bin's Vicky. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie ihr vielleicht schon wisst, bin ich ziemlich alt. Ich weiß, man sieht es mir nicht an, aber ich bin tatsächlich schon 18. Ich weiß gerade gar nicht, zählt man, wenn man 18 ist, noch zu den Teenagern? Oder ist man dann schon voll erwachsen? Ich habe keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall blicke ich immer wieder gerne auf meine Kindheit zurück. Ich finde, ich hatte eine sehr schöne Kindheit und mir ist eine Sache mal aufgefallen. Und zwar waren viele Dinge als Kind einfach viel besser. Ich habe zu dem Thema auch mal ein Video gemacht. Das hieß, glaube ich, Dinge, die als Kind besser waren oder so. Könnt ihr euch auch mal angucken. Dieses Video heute hat nämlich auch etwas mit dem Thema zu tun. Und zwar geht es heute um Situationen, wie sie als Kind waren versus wie sie heute als Teenager sind. Ich muss leider nämlich immer wieder feststellen, dass Situationen heutzutage als Teenager einfach ganz, ganz anders sind als früher. Leider. Ich will wieder ein Kind sein. Leute, wirklich jedes Mal. Ich habe mir vorgenommen, jeden Montag jemanden zu grüßen. Ich habe es letztes Mal vergessen und ich habe es jetzt schon wieder fast vergessen. Warum bin ich so? Zum Glück ist es mir noch ganz am Ende des Videos eingefallen. Deswegen werden wir jetzt noch jemanden grüßen. Und zwar, der Gruß der Woche geht an... Luna. Ich grüße dich, Luna. Wie geht's dir? Erstens, ich mag deinen Namen sehr gerne. Luna, Mond und so. Mondvika, steht ihr. Und zweitens finde ich es cool, dass du auch unter die Sims-Videos kommentierst. Auch mit dem Hashtag. Da sehe ich auf jeden Fall, dass Leute ein bisschen aktiver sind und auch meine Gaming-Videos gucken. Ist ganz nice. Deswegen Grüße gehen raus. Falls du auch gegrüßt werden willst, musst du einfach nur einen Kommentar mit dem Hashtag Mondkind schreiben. Und mit etwas Glück wirst du gegrüßt. Darum geht es auf jeden Fall heute. Ihr könnt mir sehr gerne in die Kommentare weitere Situationen schreiben, wie sie als Kind waren versus wie sie heute sind. Dann mache ich vielleicht nochmal einen zweiten Teil dazu. Und ansonsten würde ich sagen, schnacken wir nicht so lange rum, sondern fangen direkt an. Alles klar, Kinder! Geht das nicht lauter? Vicky, komm, wir müssen los zur Schule. Oh, bitte, Mama, noch eine Folge. Eine nur. Ich zähle bis drei. Eins. Zwei. Oh ja, okay. Hier deine Brotdose. Ich habe dir nur dein Lieblingsessen reingemacht. Viel Spaß in der Schule. Nicht schon wieder. Warum gucke ich auch immer bis nachts Netflix? Ich habe keine Zeit mehr. Oh, Mann. Die guten alten Zeiten, wo noch meine Mutter meine Brotdose gemacht hat. Hier deine Brotdose. Ich habe dir nur dein Lieblingsessen reingemacht. Viel Spaß in der Schule. Dann muss das wohl wieder reichen. Peter hat angerufen und hat gefragt, ob ich rauskomme. Darf ich bitte raus und spielen? Bitte, 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 bitte. Na gut. Aber sei um 6 wieder zu Hause, okay? Ja, danke schön, Mami. Hast du mich nicht gehört? Ich habe dich 5-mal gerufen von unten. Echt, du liegst dir den ganzen Tag schon wieder in deinem Bett, nur am Handy. Hast du keine Freunde? Geh doch mal raus, was unternehmen. Hm? Hast du was gesagt? Dir ist echt nicht mehr zu helfen. Mama? Ja? Kannst du die Tür zumachen, wenn du rausgehst? Danke. Oh mein Gott! Mama hat mir heute erlaubt, 20 Minuten im Internet zu sein. Ja! Oh Mann, das bringt so Spaß. Das Internet ist so cool. Von der Schule nach Hause kommen, erstmal gucken, wer was Neues auf YouTube hochgeladen hat. 6,5 Stunden später. Oh, wie spät ist es? Oh, so spät schon? Ich muss eigentlich noch Hausaufgaben machen. Ein Video geht noch. Auf jeden Fall. Okay, vielleicht auch zwei. Guten Nacht, Knut.
Heute gehe ich wirklich mal früher schlafen. Ich war heute wirklich den ganzen Tag müde. Gute Nacht. 6,5 Stunden später. Oh, schon wieder eine Folge vorbei. Warum gehen die immer so schnell? Oh, wie spät ist es eigentlich? Oh, fuck. Wie ist das schon wieder passiert? Na egal, jetzt lohnt es sich echt nicht mehr schlafen zu gehen. Gucken wir einfach weiter. Mama, ich habe mal versucht, mich zu schminken. Guck mal. Wie findest du das? Oh Gott, hübsch. Gut gemacht, mein Kind. Jetzt komm, geh dich abschminken, komm. Meine Federtasche, ein paar Bücher, meine Brotdose, kommt hier vorne rein. Natürlich was zu trinken, eine Trommel, mein Lieblingsstein, ein Malbuch, ein Bild, was ich gemalt habe, ein Bild von Selena Gomez, dann noch eine Zeitschrift, meine Gummistiefel. Ich habe das Gefühl, irgendwas fehlt. Ach ja, Knut. Geh rein da. Ja, perfekt. Ach. Ich glaube, den nehme ich heute auch mit. So, ich bin fertig. Ich komme. Oh. College Park, Stift, fertig. Mama, mir ist ganz doll schlecht. Oh Gott, was? Du glühst ja total. Nein, so kann ich dich heute nicht in die Schule schicken. Du bleibst zu Hause. Aber heute machen wir doch den Ausflug in den Zoo. Ich will da hingehen. Das ist so unfair. Immer muss mir sowas passieren. Das tut mir leid, Schatz, aber du kannst so nicht zur Schule. Wir gehen ein anderes Mal in den Zoo, okay? Jetzt geh in dein Zimmer ins Bett und ich mach dir eine Suppe, okay? Okay. Alles okay? Oh, du glühst ja total. Nein, so kann ich dich heute nicht in die Schule schicken. Du bleibst zu Hause. Aber Mom, okay. So, Kinder. Wer von euch kann mir jetzt diese Matheaufgabe lösen? Also, Peter hat 4 Birnen. Er hat aber so doll Hunger, dass er 2 Birnen aufisst. Wie viele Birnen hat er dann noch? Hm? Wer weiß es? Ja, Victoria? 2. Richtig! Du bist so begabt. Du bist ein Mathe-Genie. Okay, Leute, ich habe hier eine Matheaufgabe für euch. Wer kann die mir beantworten? Passt gut auf. Ein Bauer hat 4 Birnen, okay? Nach 7 Tagen regnet es 6 Stunden, 34 Minuten und 20 Sekunden. Die Länge des Baumes beträgt 15 Meter. Berechnet den Umfang der Sonne unter Beachtung des Sauerstoffgehaltes. Na? Weiß es jemand? Och Leute, das ist doch jetzt wirklich eine leichte Aufgabe. Ich weiß langsam echt nicht mehr, was ich mit euch machen soll. Ihr kriegt nichts hin. Mathe ist doch nicht schwer. Ihr könnt einfach gar nichts. So, Kinder, jetzt erzählt ihr mir mal, was ihr später mal werden möchtet. Ich will Sängerin werden. Astronaut. Fußballspieler. Tierärztin. Und was willst du eigentlich später mal nach der Schule so machen? Ich habe absolut keinen Plan. Null. Okay, aber dir ist schon klar, dass du dieses Jahr Abitur machst, oder? Ja, ich weiß. Stresst du mich bitte nicht auch noch? Meine Eltern machen das schon, meine Lehrer alle. Du brauchst jetzt nicht auch noch damit anfangen. Ich weiß nicht, was ich nach der Schule machen will. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Ja,
das war's für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Falls ihr einen zweiten Teil möchtet, dann schreibt mir gerne noch weitere Situationen in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben und macht, was ihr wollt eigentlich. Ich würde einfach mal sagen, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das sehr gerne machen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Tschüss!